Alter, was geht ab, Leitung hier? Escape Room Time. Detective Conan, Alter. Ich wurde hier eingeladen, den abzuchecken. Rabattcode super saftig. Und die haben auch Bubble Tea und das da. Muss natürlich abgecheckt werden. Und Golf gibt's ja auch, Leute. Habt ihr Islam Makhachev's Interview mit Daniel Cormier gesehen? Father, golf, don't play golf. Why? Because golf, you don't lose like zero calories. Shut. Schauen wir uns mal um, Leute. Oh, der Fisch. Und Bubble Tea. Das ist der Raum, den wir nicht zocken. Das haben die anderen alle gezockt, Leute. Ja, die anderen. Die sind lame. Wir sind Ding. Antimeter sind wir. Ah, der sieht auch cool aus. Das soll der schwierigste Raum sein, Leute. Okay, übertreib. So, es geht los, Leute. Was kann man da reinstecken? Alles easy, das war easy, Leute. Hochheben, hochheben. Easy, Leute, easy. So sah es bei den anderen aus, Leute. Wir mussten hier irgendwie was machen. Wir müssen doch alle da durch. Aber hier ist eine Treppe, neben Leiter. Wenn man beim Zuschauer auf die Wand klappt oder was drauf ist, nee, das ist jetzt drauf. Ah, Leute! Da kommen Leute! Leute. Schneller! Aber wie sieht das aus? Hallo? Wie sieht oh das mein aus? Gott! Komm, mit einer Runde, schau euch das an! Ein weißer, ein weiß. Ich gehe ins Schwarz rein. Ja. Oh mein Gott, wir sind hier getrappt, Leute. Schaut's mal, Leute. Oh mein Gott, wo hier? Oh mein Gott, ihr seht gar nichts hier. Oh mein Gott. Also unten ist fest. Unten ist fest, also der stimmt. So, Leute, nächster Raum. Wir waren hier. Okay, ich muss mich jetzt wieder konzentrieren, Leute. Hier ist Basilikum. Basilikum? Ich musste gerade den Horrorclown wegschicken, Leute. Ich so, hey, sorry, das ist doch zu gruselig für ein paar von hier. Aber Hammer Job und das war noch auf leicht gestellt. Also, wenn du hier auf Horror steht und dann mit Zeitdruck und dann. Shoot, könnte heftig kommen. Schmeißen? Wir denken, es wäre ein Gewicht-Trigger, Leute. Ja, das Bild beschäftigt uns, ja. Haben wir alles? Wir fehlt noch irgendein abgeklebtes Körperfläche. Ja, die Köpfe. Die Köpfe aber, ja. Die Köpfe können die passen da nicht rein. In die Spüle, ja? Ah, ja, boah. Wow. Schon creative. Ah, ich glaube nicht, Mann. Ich auch nicht. Leute, viele Köpfe, Alter. Ja! Ah, die Köpfe müssen auf die Dinger dann drauf. Vielleicht die zwei. Ja. Eine Hand. Hey, das ist die Hand für da. Ich hab irgendwas gehört. Da hinten, warte, was, ne? Das sind wir. Ah, ja. Und das sind wir. Also wenn jetzt durch diesen Nebel ein Horror-Typ kommen würde, das wäre so krass. Aber zum Glück haben wir ihn abgestellt. Aber ich habe ihn abgestellt wegen den Mädels, ja. Aber es wäre richtig geil. Pass. Normalerweise kommt man nicht so viel Rauch raus, aber dass der so lange für dieses Metall gebraucht hat. Was war jetzt die Lösung? Was war die Lösung? Ja, die Zweig, also Zweig. Du musst das hier zumachen, sonst wird der Alarm angehen. Also es sind. Leute, hier steht einfaches. Schau, nicht nur die Küche ist so wie bei mir zu Hause, Leute. Auch hier der Rauch. Gott sei Dank. Dieser Hund hat Schokolade gegessen, Leute. Schaut sie euch an. Danke Ihnen auch noch. Schaut sie euch an. Tschüss. Da muss man erstmal ein bisschen Haki auspacken. Gott sei Dank nicht gefährlich. Das war zu wenig. Okay. Ist nicht gefährlich gewesen. Trotzdem böse. Natürlich war sie böse. Schaut halt, hier gibt es auch Indoor Golf. Eine große Fläche, Mann. Oh, mit Bar. Cool. Kann man bestimmt auch so für Events buchen. So, Bubble Tea Time, Leute. 20% Rabatt.
Das sind alle Bubble Tea in München. Let's go! Und so ein Fisch, Leute. So, ja, war an sich cool. Eigentlich sogar sehr cool. Ich frage mich, wie viel es kostet, wenn es nicht Einladung ist, also Kooperation plus die Schauspieler. Also der Clown war geil. Und wie gesagt, die haben hier auch noch Bubble Tea und diesen Fisch. Wir haben uns direkt im Anschluss. Das Watermelon? Mhm. Looks like lemon. Is it Watermelon or Waterlemon? Stechen Sie bitte ein. Bei denen. Ich dachte, seit von vor Beginn des Spiels Durst. Okay. Warte, gibt es eh draußen? Dafür, dass er Freestyle ist und es den so gar nicht gibt, ist okay. Tapioca-Perlen haben noch das. Ich habe schon sehr viel schlimmere probiert. Auch eine leichte Süße. Also von dem hört ihr draußen noch mal mehr. Ist trinkbar, also. Kommt natürlich nicht an die Spitze ran, aber ich werde den nicht wegschmeißen. Ich werde den aber austrinken. Und das ist schon mal ein Kompliment. So. Eine Schusswunde, Leute. Oh mein Gott, oder so. Schön warm. Schön fluffig. Gibt's auch mit Eis, Leute. Aber gerade ist Eismaschine kaputt. Ihr kennt's von McDonald's und so. Eismaschine immer kaputt. Aber schön. Mit dem Bubble Tea. Hier gibt es auch Kaffee und so. Sie könnte mir wahrscheinlich, also die, ich nehme an, Besitzerin ist super freundlich, die könnte mir wahrscheinlich auch einen Kaffee Bubble Tea machen. Und das ist meine Spezialität, das liebe ich, Leute. So einen geilen Kaffee und Tapioca-Perlen rein. So. Ah, Soda ist das. Das ist Soda. Kein Wunder, weil ich habe ein bisschen Sprudel geschmeckt. Ich so, hä, what the fuck? Und Watermelon, schmecken Watermelon. Ja, Watermelon hat er nicht geschmeckt. Mehr will ich über den nicht sagen, Leute, weil das ist eine kleine, nette Chefin mit ihrem kleinen, netten Laden. Trinkt was anderes dort. Nicht das, aber... Ja, kein Soda. Aber kommt zu den Fisch hier. Gönnt euch was auf jeden Fall. Die Fische sind gut. Ja. Yeah. Oh Gott, ich habe wieder nicht gefilmt, Leute. Was ist das? Ich habe gesagt, hey, die Dame muss man respekten, die ist am Hustlen, sehr zuvorkommend, weißt, normal gibt es das nur mit Milch, aber ich trinke nichts mit nur Milch, also ich trinke Tee, Milch, Tee. Da war sie sehr zuvorkommend, hey, ich mache das mit Tee, wie viel Milch willst du, weißt, sowas musst du respekten, das kann ich nicht einfach zerstören und sagen, hey, das war katastrophal oder so. Ich kann nur sagen, hey, lieber was anderes würde ich nehmen dort. Ja, aber sonst keine cool. Empfehlung von denen. Ne, den würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber nur weil, ja, schmeckt halt nicht nach Wassermelone. Boah, ich bin voll, Leute. Ich komme von einem Food-Test. Escape Room. Tatsächlich einer der besseren. Wenn nicht sogar tatsächlich der beste, den ich bisher gezockt habe. Aber ist natürlich auch Geschmackssache. Aber nimmt man gerne mit. Danke für die Einladung. Rabattcode super saftig. Ich krieg davon absolut gar nichts. Also ich weiß nicht, was die mit dem Rabattcode vorhaben. Also klar, die tracken, wie viele ich durch den Link ins Boot geholt habe. Aber normalerweise kriegt man ja eine Vergütung dafür. Ich krieg gar nichts. Und Bubble Tea, ja, kann man machen. Nette Besitzerin. Die gibt sich Mühe. Das war's von mir. Schönen Sonntag euch noch. Ihr wisst Bescheid. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt mir gerne auf Instagram, TikTok und meinem Zweitkanal, wo keine Videos kommen. Aber hoffentlich irgendwann bald mal wieder. See you, business und ciao.